Guten Abend. Ich werde heute ein bisschen über Manipulation reden, über Medien, eigentlich immer über dasselbe. Und es ändert sich ja auch nicht wirklich viel. Und ich möchte auch über eine Aussage sprechen, die immer wieder sich wiederholt, und zwar nämlich die, manipuliert wird massiv auf beiden Seiten. Ja? Also es wird immer wiederholt, so nach dem Motto, so ja, wir werden zwar schon manipuliert, also auch von manchen, die jetzt, sage ich mal, nicht wirklich die ganze Geschichte, wie wir sie in der Ukraine aufführen beispielsweise, kritisieren, aber die andere Seite manipuliert schon auch. Nun, ich finde, da sollte man sich schon positionieren. Ich möchte vielleicht kurz noch zu mir selber sagen, dass ich, wie gesagt, bin gebürtiger Tscheche, aufgewachsen in München als Sohn tschechischer Flüchtlinge aus dem Ostblock. Ich bin also wirklich sehr antisowjetisch aufgewachsen, auch antikommunistisch. Ich bin auch nach wie vor kein Kommunist. Aber meine Affinität zu Russland war eher bescheiden. Und sie ist eigentlich eher gewachsen in den letzten Jahren. Und zwar dank eben unserer objektiven Medien, die uns ja nicht manipulieren. Diese Art der Medienberichterstattung hat mich dazu geführt, mich immer intensiver mit Russland zu beschäftigen. Und ich persönlich muss sagen, dass ich, obwohl ich am Anfang wirklich neutral war und auch irgendwie versucht habe zu schauen und zu sagen, ja, okay, die andere Seite wird sicher auch manipulieren, da läuft sicher auch einiges schief. Ich kann das nicht mehr bestätigen. Es reicht, wenn man sich einfach nur anschaut, was unsere führenden Köpfe gegenüber Putin und Russland äußern, immer und immer wieder. Ich habe mir ein paar Beispiele aufgeschrieben. Sind nicht alle unbedingt aktuell, aber stammen alle aus den letzten 2 bis 3 Monaten. Ich erinnere mich daran, und ich erinnere daran, als James Cameron gemeinsam mit Obama Folgendes verlautbaren ließ: Russland unternehme den Versuch, einen souveränen Staat vom Recht auf Demokratie abzubringen, heißt es im Beitrag Obamas und Camerons weiter. Stammt übrigens aus dem Fokus. Wir sollten das Recht der Ukraine mittragen, seine demokratische Zukunft selbst zu bestimmen. Die NATO sollte eine dauerhafte Präsenz in Osteuropa an den Tag legen und Krisenreaktionskräfte bereithalten, die auf dem Boden, in der Luft und zur See weltweit und sehr rasch einsatzbereit seien. Fordern Cameron und Obama. Alle NATO-Staaten sollten 2% des Bruttoinlandsprodukts in Militärausgaben investieren, um zu zeigen, dass unsere kollektive Entschlossenheit so stark ist wie niemals zuvor. Ich habe mir heute kurz auf Statistikportalen angeschaut und musste feststellen, dass die Top 15 Rüstungsausgabenländer der Welt, die weit über 90% sämtlicher Rüstungsausgaben tätigen, dass von diesen Top 15 Ländern ca. 80%